Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Wir haben letztes Mal, oder wir sind letztes Mal 1000 Stunden in dem gleichen öden Wüstengebiet rumgelaufen, bis wir hin in diese saftigen Weiden angekommen sind, wo auch sofort die Hühner auf uns warten und die Kühe und uns so schon richtig motivieren, Minecraft zu spielen. So, wir spielen immer noch mit dem gleichen Texturenpaket. Ich sag euch kurz, wie das heißt. Und zwar O2TP. Ja, O2TP. Was richtig gut ist, ist ein HD-Texturenpaket. Dafür braucht man natürlich den Sounds ein bisschen leiser machen. Hierfür brauchen wir den MC-Patcher oder ein anderes oder einen anderen Mod, der einfach also den hat, also die der HD zulässt. So. Versprecher for the win. Also der Grundstein unseres Hauses ist gesetzt. Es ist natürlich das Problem, wir haben das Ganze mit also Dschungelholz gemacht. Und das andere sieht jetzt wahrscheinlich wieder komplett anders aus. Aber das müssen wir eigentlich durch Anpflanzen von Dschungelholz kompensieren können. Also ist das edles Teakholz, was wir hier verwenden, und nur in seltenen Stücken vorhanden. Hier. So, hier wird dann Glas reinkommen. Und dann da ist noch ein bisschen was drauf. Und da. Und hier kommen dann noch drei dieser Blöcke hin. So, gut. Davon kann ich mir jetzt eine Truhe bauen. Da ich das jetzt einfach nicht mehr benötige. Mein Ofen. Und dann bauen wir, wenn die Kühe schon so muhen, uns zwei Schwerter, damit wir auch ein bisschen Stein bekommen. Ja, die erwartet noch. Die erwartet uns schon. Let's fight. Ein bisschen Leder könnte ich auch gebrauchen. Hier könnten wir dann. Also auf jeden Fall kommt hier unser Cave rein. Alles wird schön verwegt. Also jedenfalls habe ich es so vor. Und ja. Der geht auch tot. Und der. Sieht's. Rohfleisch für den Anfang eine gute Ausbeute. So, die Hühnchen, die interessieren mich jetzt nicht. 11 Kohle haben wir ja auch, soweit ich mich entsinnen kann. Ja, nur noch 10. Und dann brauchen wir. Wir haben ja noch mal ein bisschen Eisen. Aber kein Holz. Das haben wir gerade alles verbaut. Ich brauche noch einen dieser Holzblöcke. Den baue ich auch gleich wieder den Baum komplett ab. So, einmal umbauen.
Damit wir uns eine Axt bauen können, mit der wir dann ordentlich zum Holzfällen gehen. Da bauen wir uns gleich eine Eisenaxt. Denn wir haben ja erst die Ressourcen in den zwei Minen gefunden. Aber es wird schon wieder dunkel. Nächstes Mal. Wir brauchen nur noch ein bisschen Holz. So. Hier einmal drüber. Zack, zack. Zack, zack und zack. Damit ist auch dieses Problem erledigt. Ich höre schon wieder die Zombies ächzen und stöhnen. Gut, hier ist der Eingang. Wir brauchen natürlich eine Tür. Die hat sogar ein Fensterchen. Ja, das Texturenpaket gefällt mir wirklich. Dann brauchen wir hier ein bisschen Kohle für neue Fackeln und ein Bett. Hier legen wir uns rein und schlafen erstmal. Wahrscheinlich spawnt was neben uns. Nein, tut es nicht, denn wir haben ja noch kein Dach. Wir schlafen noch im Freien. Eine zweite Truhe. Später brauchen wir auch einen Truhenraum. Jetzt haben wir eine zweite Tür, braucht kleine Truhe. Mysteriös. Und da tun wir mal alle Blöcke rein, die ich nicht gebrauchen kann. Wie das hier alles. Ja. So, den Rest kann ich sogar gebrauchen. Noch näher ich mich von Rotten Chunk. So. Da wird man einfach ja eh nur ein bisschen schneller hungrig als mit dem anderen Essen und daher ist es, wenn man es richtig benutzt, gar nicht mal so schlecht. Also mit richtig benutzen meine ich einfach immer nur benutzen, wenn man sehr, sehr wenig hat. Lebensanzeige hat, Essensanzeige hat, dann zieht es einem noch kurz ein oder eineinhalb Äpfel in diesem Texturenpaket ab und ist auch schon wieder gut. Da kann man eventuell dann noch einen Keks oder einen Apfel hinterherwerfen und so kommt man mit wenig Material, also mit wenig ordentlichem Essen, auch auf eine volle Hungersanzeige. Hier sehe ich Eisen. Das wird wahrscheinlich Eisen sein. Und interessiert mich eigentlich noch nicht. Die Kühe, wenn die schon so blöd rumstehen, ich soll eher irgendwas tun, außer so nur blöd rumstehen. Können weg. Eigentlich könnte ich mir ja damit auch gleich eine kleine Kuhfarm anschaffen. Wäre jetzt auch keine schlechte Idee, aber so viel Kühe, wie es hier gibt, denke ich auch, wird auch in den nächsten Folgen noch eine Kuh zu finden sein. Oder zwei. Dann brauchen wir noch du musst auch noch kaputt gehen und dann bauen wir noch mal dieses ganze Holz ab. Hunde sollen wir uns welche holen. Wir haben unser ganzes unser ganze Knochen natürlich im Haus vergessen. Wie könnte es denn auch anders sein?
Aber da wir 60 Stück haben, können wir uns auch eine Hundesammlung mal kurz eben anschaffen. Und dann nehmen wir irgendwie immer einen mit. So, da sind wir. Holz haben wir jetzt eigentlich auch genug gesammelt mal wieder. 60, 2 und, hoppala. 62 Knochen. Damit müssten wir die ganzen Hunde mal abbrieven können. Erneut ein Ei. Schon ein bisschen blöd, dass meine ganze andere alte Minecraft-Welt weg ist. Minecraft da ist einfach blöd gewesen. Teilweise auch ich, denn meistens ist ja auch die Person hinter dem Gerät schuld und nicht das Gerät an sich. Das weiß ich ja allmählich auch. Ja, wie viel Knochen mag denn noch? Der war ja schon teuer. Der hat ja über 10 Knochen gefordert. Tut so einem Hund doch nicht gut. Ja, wenn man 4 Knochen mal für so einen Hund hergibt, ist ja noch in Ordnung. Du auch noch? Komm her. Nee, komm, du. Ah. Schön. Vielleicht kann ich sowas als Thumbnail verwenden. Dieses Mal die ganzen Hunde. Mal gucken, ob ich das mache. Vielleicht mache ich es, vielleicht auch nicht. Gibt es hier noch irgendwo einen? Oder testen wir mal was? Ja, jagen kann man so auch ganz gut. Los, meine Hunde. Die eine Kuh weiß gar nicht, wie ihr geschieht. Da rennen einfach tausende Hunde auf sie zu und dann sofort aus. Ja. Da seht ihr's. Ah, die ist sogar fast schon ein bisschen schlau. Rennt weg, aber ihr bleibt nichts anderes übrig, außer zu sterben. Gut, genug Spaß gehabt. Okay, einmal noch. Ah, renn, kleines Hühnchen, renn! Hat ihr aber trotzdem nichts gebracht. Da, hier können sie sich noch die Mäuler zerreißen, das ist mir jetzt auch egal. Und hier oben so ein kleines. Also für so ein kleines Thumbnail. Thumbnail. So, da. Da, so, so. Muss ich die alle hinsetzen? Du sitzt noch nicht. Und du, komm her. Mo. Ab. So. Okay, so einfach vor den saftigen Wiesen und einer Kuh hier hinten. So, Screenshot gesaved. Jetzt dürfen die ganzen Hunde nochmal aufstehen. Die kommen nämlich in mein Haus. Natürlich. Sonst wäre es ja blöd. Komm alle her. Alle. Hopp. Ja, kommt alle durchs Fenster, ist schon klar. Komm, du auch. So, setz ihn. Der will nicht. Ja, brav. So, wie viel warten noch da außen? Da sind noch zwei. Kommt rein. Ich hab da keinen Enderman gesehen. Da. Ist der.
Boah, der hört sich so böse an. Die Sounds so. Wow, wow. Erinnert mich so fast schon so ein bisschen an die Slenderman-Stimmung. So, auch der letzte uns hat's reingeschafft. Also ganz ehrlich, das hört sich schon ziemlich brutal und gewaltvoll an, was hier für Geräusche in Minecraft verwendet werden. Aber naja, halb so wild. Ist halt ein bisschen creepy. So, der Anbau, den muss ich jetzt aus normalem Holz machen. Dann, wuff, wuff, wuff. Ja, ich weiß, dass ihr irgendwie Aufmerksamkeit wollt, aber ihr kriegt die nicht. Nein. Aus. Hört auf. Ja, das spornt die irgendwie noch mehr an. So, hier will ich... Nein, das kann jetzt nicht alles eins hochgesetzt werden. Sondern das muss noch... Nein, das muss nicht abgebaut. Och, ich bin gerade wieder unschlüssig. Schlimm. So. Ich setze das alles eines weiter hoch. Ja, hier so. Ein bisschen mehr Holz. So. Hiervon soll man gar nichts mitbekommen. Und diesem Holz, der Wechsel, der sieht es auch gar nicht mal so scheiße aus, wie ich dachte. Das gefällt mir sogar fast schon ein bisschen. Nochmal einmal kurz schlafen, neue Runde. Und da zwei Nächte vergangen sind, oder zwei Tage, nein, ich setze noch. Doch, ich mach einen kurzen Schnitt und bis zum nächsten Mal.